Also ich erwarte auf jeden Fall ein kampfbetontes Spiel. Es wird auch, glaube ich, keine Mannschaft zu viel riskieren wollen. Ich glaube nicht, dass die sich hinten nur reinstellen und warten, sondern die sind auch in der Lage, dich vorne auch zu ärgern und Fehler zu provozieren. Also es wird ein Spiel, wo man viel Geduld mitbringen muss, wo man wirklich Fehler minimieren muss, weil der erste größere Fehler macht, glaube ich, tut dem anderen einen riesen Gefallen. Und ja, es wird auch spannend. Die kommen auch in einer ganz anderen Formation als das, was wir bis jetzt hatten in dieser Liga. Also die kommen mit 3-5-2, mit robusten Stürmer, mit einem schnellen Stürmer, mit einem richtig guten Spielmacher hinter diese zwei Spitzen, der auf diese Bälle lauert, die dann festmachen, und dann kommt ihm über außen mit viel Tempo und sehr oft. Also das wird schon eine, ja, Geduldprobe auch für uns, aber wir werden auch, glaube ich, körperlich und läuferisch und in allen Belangen wieder gefordert.